Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Etwas war 2. da oben. Und wir sind hier, Irgendetwas, wir sind das hier schon halt. lange dort lag. Ja, wir sind jetzt wieder nochmal an der Glyphe. Und zwar folgendermaßen müssen wir jetzt erstmal nochmal das nochmal machen. Wir hatten es irgendwie gestern nicht, oder bei der letzten Folge hatten wir es ja nicht rausgefunden. Das hat nichts hier mehr mit dem Adler zu tun. Es ging halt genau um dieses Teil hier. So, ich weiß zwar immer noch nicht, wie man das macht, ne? Ich versuche hier, gebe jetzt hier mein Bestes. Irgendwie, dass wir hier irgendwie, ja, das Muster bekommen. Ja, es ist halt ein bisschen schwieriger, schon alleine deswegen ja, ne, weil wir ja gucken müssen, wie wir das am besten machen. Und ja, halt, ne, es ist halt nicht einfach, bin ich ehrlich. Weil, wie gesagt, ich hänge da schon seit der letzten Aufnahme dran. So, das müsste jetzt soweit in Ordnung sein. Das hier vielleicht. Nee. Nee. Das Problem ist, ich will. So. Und ja, auf jeden Fall muss irgendein Muster entstehen. Das Problem ist halt, na, ich weiß nicht wie, ja, wie das genau funktionieren soll. Ja, auf jeden Fall, ich werde hier mein Bestes geben natürlich. Und ja, jetzt habe ich vergessen, die 45 Minuten aufzunehmen. Ja, weil ich es halt bin. Nee, es muss ein Muster entstehen. So, nee, das ist alleine. Das ist das. Okay, warte mal. Wir drehen jetzt mal das hier so weit. So. Und gehen jetzt mal hier so weit zurück. So. Und wir gehen jetzt mal wieder zu dem. Ja. Okay. So. Ich überlege gerade. Was darf? Wir machen das anders. Wir gucken, dass wir das so. So.
das hier dann. So. Oh, Leute, ey. Ich krieg gerade hier echt einen am Föhn. Oh. Ja, wie gesagt, ich bin hier gerade selber am Überlegen. Das Problem ist halt, ich weiß echt nicht gerade, wie ich was machen soll. Ja, und ja. Jetzt überlege ich kurz, weil ja. Es ist nicht einfach, bin ich mal ehrlich. Es ist wirklich nicht einfach und ja. Und ich sitze hier und überlege gerade, weil jetzt so blöd, ne? Ja, da rumeiern und versuchen, ne, bis man das hat, ne? Es ist echt. Das ist, ja. Ich bin echt am Überlegen gerade. Weil vorhin halt war das ja nicht richtig. Und es muss ja eine bestimmte Reihenfolge geben, damit das ja richtig ist. So. So. Hey, ich habe so sieht das schon mal gut aus. Aber es ist nicht richtig, also. Ich überlege gerade vielleicht. Muss eine bestimmte Reihenfolge sein. Ah, okay, passt. So, warte. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Obwohl. Okay, warte mal. Wenn wir das so machen, müsste das auch so. Wird das hier ein bisschen so. Hier wieder. Okay, dann versuchen wir, dass das hier ist und das dann hier. Ja, wie gesagt, ich probiere hier jetzt gerade, Moment, so, wirklich hier viel aus, weil ich will ja, ne? Ist ja nicht so, dass ich sage, nee, 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 nee.
Ist aber auch nicht richtig. Ach, Leute, ey. Es muss ein Muster bilden. Aber es ist ja alles soweit richtig, ne? Ich meine, schaut euch das mal an. Es ist ja alles Reihe um Reihe. So. Aber was hätte Muster denn dann anders sein? Ah, warte. Ich hab's, glaube ich. Und zwar muss das so sein. Ja, jetzt hab ich's. So, und... Moment. Nee, du bleibst mal eben... So. Ja, jetzt müsste das richtig sein. Außer... Da. Das ist das Einzige, was nicht richtig ist. Tata! Ich hätte nur auf dieses weiße Kreis hier achten müssen. Ja, und jetzt haben wir das sogar. Wir haben es fertig. Ja, weiter bitte. Okay, wir haben veröffentlichtes Foto von Apollo. Ohne Jack war es leicht. Tja, wir haben es, die 10352. Ja, Passwort, drücken um Passwort einzugeben. Genau, da war ja was. Moment. Spielen. Moment, alle abspielen. Okay. So, dann haben wir die Basilika-Zugang, ja. Irgendetwas war da oben. Hä? Wir haben das doch schon. Irgendetwas, das schon lange dort lag. Ach, Leute. Echt jetzt? Ich hatte das doch. Was soll das? Ich werde nicht mehr. Warte, Ende. So. Auf jeden Fall haben wir das. Ich wollte eigentlich zu der... Etwas hä? Da oben. Oh! Ich krieg echt einen am Rappel. So. Irgendetwas war. Ey, ich will das doch nicht. Ich drück die ganze Zeit auf Tab, damit ich die scheiß Karte sehen kann. Und was macht er? Der macht was anderes. Irgendetwas war da oben. Nee. Der macht echt nicht. Der macht echt was anderes. Ich versuche hier auf Tab. Und etwas war da oben. Alter. Irgendetwas, das schon lange dort lag. Ganz ehrlich, ich krieg gleich wirklich einen am Rappel. Ich versuche gerade auf die Karte zu kommen, na, und der macht immer noch das. Er macht diese verdammte Glyphe. Und keine Ahnung, ja, warum er das macht, ja. Ich meine, ich habe das ja freigespielt, schon freigeschaltet. Und trotzdem macht er nicht das, was ich gerne möchte. Und, also.
das ist nicht wirklich in Ordnung. Also bei aller Liebe, es ist wirklich nicht in Ordnung. Also, Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss, ja. Aber, ja, wenn ich sehe, und ich sehe es ja selber, ja, das ist nicht wirklich in Ordnung, Leute. Das ist wirklich schwachsinnig. Das ist Bullshit, ist das. Und wenn ich dann sehe, ja, von wegen, dass man hier eingibt, ja, obwohl man das schon fertig hat, man will auf die verdammte Scheißkarte und man kommt nicht auf die Karte. Man kommt nicht auf die Karte. Ich komm hier wieder auf dieselbe Scheiße. Wieder hier drauf und ja, keine Ahnung. Es ist, ich komme hier wirklich zu diesem Bild. Ich hab's doch schon angeschaut. Ich hab... Leute, ohne Mist. Ja, ich habe das mir doch schon. Ich war doch da. So, ich kriegte dieses... Echt, der Wahnsinn ist das. Vielleicht muss ich ja warten, bis das weg ist, aber ich glaube eher weniger. Ich glaube eher weniger, weil ich will auf die verdammte Karte und der lässt mich nicht. Der lässt mich einfach nicht. So, wir hatten noch jemand andere, noch ein anderes gehabt. Guck mal, ich bin doch schon so weit weg. Und er schlägt da. Was war da oben? Ich bin schon da weg. Ich bin schon da weg und er macht es trotzdem. Er macht es einfach und ich komme da nicht weg. Ich komme nicht auf meine Karte rein. Und das ist nicht in Ordnung. Also, tut mir leid. Also, da waren wir doch. Nein, da waren wir nicht. Da wollen wir ja noch hin. Wir waren da. Nee. Ja doch, wir waren da. Wir waren hier. So, und er... Also Basilica di San Lorenzo. Okay, ja. Und jetzt wollen wir ja dahin. Wir wollen... ja, hierhin. Das Problem ist, ich komme nicht... Ich komme nicht auf die verdammte Karte. Ist das jetzt hier? Seht selbst, welche Wunder dieser Künstler wirken kann. Ich komme nicht auf meine verdammte Daten. Also, ich muss wirklich schon Escape drücken. Escape. Um... Alter, nee. Also, bei aller Liebe, ja. Also, das ist... Das ist sogar noch mehr negativ. Also ganz ehrlich, ne? Das ist richtig. Von bei mir ein richtiger Negativpunkt. Ich weiß nicht, ob er da war. Wir werden jetzt das mal schauen. Ja, auf Tabka brauche ich gar nicht zu gehen. Datenbank, wir wollen uns halt den Eintrag, wie das hier aussieht. Wir waren Geschäftswelt dient. Okay, Moment. Wir waren hier. Mercato Vecchio. Da werden wir jetzt gucken, dass wir das irgendwie wiederfinden. Ich glaube, ich habe die Markierung sogar richtig gesetzt. Kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall werden wir da hingehen. Und mal schauen, ob das dann halt weggeht. Weil ich habe es doch schon längst gemacht, Leute. Also... nee, das war's nicht. Alter, lasst mich doch mal hier in Ruhe, ihr Pissflitschen, Alter. Ach, meine Güte hier. Fangulo. Oh, das war gekriegt. Da bekomme ich echt Kopfschmerzen. Nee, da auch nicht. Das ist nicht der Markt, oder? Ist es das? Nee, das ist er nicht.
Das war falsch. Okay, Moment. Der Markt. Wo könnte der verdammte Markt sein? Wenn das der nicht ist, machen wir mal M. Fortnite-Karte. Der Markt ist nicht... Moment. Da... vermutet hatte. Gehen wir mal zum Steckbrief. Steht wie ein Mann hinter unseren Stolz. Ist es das hier? Nee, das sieht... Nee. Das ist er auch nicht. Kommt schon. Vergebt mir, Herr. Es tut mir leid. Mal gucken. Auf dem Dach kann man eh mehr sehen, also. Und wir haben ja eh mehr, noch mehr als genügend Zeit. Es ist aber auch nicht hier. Oder? Er wird sich noch etwas brechen. Naja, wer zuletzt lacht, lacht am besten. So. Das ist es auch. Obwohl. Nee, das ist es nicht. Etwa 5 Minuten. Nee, das ist ja hier der Hafen. Da ist die Quest. Moment, wartet. Wir haben noch, ja, da gehen wir auch wieder zurück. Wir haben ja noch genügend Zeit, ne? Ja, ich meine. Nee, da ist es nicht. Obwohl, warte mal, wir können ja mal hier hingucken gehen. Echt jetzt? Konnten mit dem von ihm gelieferten Kupfererz nur minderwertige Bronze herstellen. Wir sind da vorbeigelaufen. Das weiß ich. Das weiß ich. Wir sind da ja vorbeigelaufen. Ich meine, wir hatten ja, ne, die Sache gehabt, ne, und wir hatten das ja direkt, ne, jetzt muss ich einmal nochmal in die Datenbank letzte Einträge. Das sieht so aus. Alter, wo war das denn nochmal? Ich muss jetzt echt überlegen, wo ich noch da war. Also ganz ehrlich, das ist echt blöd gerade, ne? Weil wir sind ja da, ich weiß, ich bin da vorbeigelaufen, ne, und, ne, ich hatte ja, ne, es war ja nicht so, dass ich, ja. Das ist gerade nicht gut, das ist echt nicht gut. Oh, nee. So. Karte. Doch, das muss hier sein. Ich muss diese überlegen. Eine Flasche Wein, das Herz am rechten.
Nein, ich habe keine, mein Herz nicht am rechten Fleck. Doch, eigentlich schon, aber nur bei den Leuten, die es wirklich verdienen. Die haben halt, ja. Alter, ich kletter jetzt auf Dach, aufs Dach, nicht auf, ja, Deutsch schwer. Ich bin kein Akrobat, ich kletter nur gerne. Auf dem Dach ist es ein bisschen einfacher. Guck mal, da. Zack. Und runter. Jetzt müssen wir gucken, wo das denn ist. Da ist einer der Wachen. Wache. Leder. So, jetzt werden wir mal hier gucken. Ach, da, guck mal. Da haben wir sie doch. Da sind wir doch. Er wollte den Kreislauf stoppen und das Geheimnis verraten. Scheiße. Ich muss der Kopfschmerzen denken. Sie verdammt. Okay, die nächste Datei wird freigegeben. Okay, die wirtschaftliche drahtlose Energieübertragung ist von höchster Bedeutung für die Menschheit. Nikola Tesla. Dieses Mittel verleiht uns die Herrschaft über die Luft, das Meer und die Wüste. Es wird uns helfen, die Notwendigkeit von Minen, Pumpen, Transporten und der Treibstoffverbrennung zu überwinden und so die zahllosen Gründe für sündige Verschwendung zu eliminieren. Sie macht die lebendige, glorreiche Sonne zu seinem gehorsamen, fleißigen Sklaven. Sie wird der Erde Frieden und Harmonie bringen. Ja, und weiter. Ja. Okay. So. Wir müssen irgendwas wieder suchen. Nikola Tesla, Warden Cliffe Tower im Bau circa 1902. Er fand es in Kroatien. So. Infrarot. A gleich C. Okay, Moment. Alter, könnte das? Moment. Das ist... Oh, ihr, diese... Kennt ihr das, dass man Wörter in bestimmten, Reihe... Da haben wir es. Er fand es in Kroatien. Die würden es in seinem Labor finden. Also, das war jetzt einfach. Okay, warte. Alles abspielen. Okay. Jo, das hätten wir auch. Aber wir hatten hier noch eine Feder gehabt. Alter, Ezio, echt jetzt? Also doof spielen ist auch eins deiner Stärke. Nein, da ist auch noch etwas. Seht ihr das?
Und zwar da. Alter! Ich kann nicht mehr. Ich kriege echt einen am Rappel mit Ezio, ey, ganz ehrlich. Ezio, der, naja. Ist das nicht verboten? Kletter doch! Alter, das ist zum Klettern da. Du kannst klettern. Oh, 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 oh. Ah, jetzt tut er's. Jetzt. Jetzt, wo er's soll. Rindvieh. Er hat Rindvieh. Feder. 14 von 100 gesammelt und natürlich gespeichert. So, Leute, wir haben jetzt noch 16 Minuten Zeit. Und wie gesagt, ich komme trotzdem noch nicht auf meine Karte. In den 16 Minuten, wir werden jetzt einfach mal die Karte öffnen. Wir werden zum Schnellreisepunkt düsen. Haben wir? Ja, da. Und zwar werden wir zurück zur Villa gehen. Grund halt, ne, wir haben Geld in der Truhe. Und bevor die Schwester, die geldgierige Schwester, sich das krallt, werden wir uns darum kümmern, dass wir das Geld an uns nehmen. Und mal schauen, vielleicht können wir ja noch was weit erweitern oder ausbauen. Wenn Ezio hier mal vernünftig laufen würde und nicht so wie ein betrunkener Slalom läuft, wäre es schon hilfreich. Einkaufen will ich nicht. Doch. Ich glaube, ja. Oh nein. Bitte, Herr, verschont mich. Ich gebe alles zurück. Bitte, lasst mich gehen. Christenmenschen recht und billig ist. Basta, geh nach Hause zu deiner Mama. Montegia. Da wollen wir hin. Ja, in die Villa. Ja, warum muss man so oft akzeptieren klicken? Also, ne? Wollen Sie wirklich die Schnellreise? Ja. Wollen Sie das wirklich? Ja. Sind Sie sich sicher, dass Sie das wollen? Ja. Sind Sie sich absolut sicher, dass Sie es wollen? Ja. Ja. Da. Und dann halt so weiter. Also, ja. Passt auf. Passt auf. Schnellreisepunkt. Wir wollen zur Villa. Sind Sie sich sicher? Ja. Sind Sie sich absolut sicher, dass Sie zur Villa reisen wollen? Ja. Können Sie sich das denn vorstellen, zur Villa zu reisen? Ja. Bestätigen Sie hiermit, dass Sie zur Villa reisen wollen? Ja. Tut mir leid. Autorisierung? Nicht, ne? Es ist nicht autorisiert. Buongiorno. Sind Sie sich sicher? Sollen wir uns die Liste anschauen? Also, weil man ist... Also, jetzt ist das ein kleines bisschen übertrieben, ja? Aber, Leute, ich bin... wirklich so, na, das ist wirklich, könnte sogar so sein. Man muss 50.000 Mal bestätigen, bis man wirklich sagt, ja, man will dahin reisen. Man möchte dahin. Bitte, lasst mich dahin reisen. Und du musst wirklich zigtausend Mal bestätigen, ja, dass du da hin willst. Dass du wirklich hin willst. So, und... Buon viaggio. Ja. Und dann ist es so, ja, dass du dann denkst, Alter, was machst du falsch? Was mach ich falsch? So, versteht ihr, was ich meine? Was ich damit sagen will? Man
man braucht nur einmal bestätigen, dass man die Schnellreise will. Nein, in einem Spiel muss man 50.000 Mal bestätigen, dass man in eine, dass man die Schnellreise, ja, machen will. Und keine Ahnung, warum das so ist oder so, ne? Ich habe echt keinen Plan, aber es ist schon wirklich, wirklich ulkig, weil man muss nicht, man, es reicht, wenn man einmal bestätigt, dass man dahin will, weil man will ja auch die Schnellreise benutzen, man will es ja auch. Und da muss, reicht es einfach, dass man die Schnellreise benutzt, ohne dass man bestätigt, ja, bestätigen muss, so. Und dann ist das so, dass du dann wirklich da so hockst und sah, dir denkst, alter Schwede, bitte, 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 lass mich doch bitte, was soll ich dazu sagen, ne? Keine Textdaten zoomen, um Bilddatei zu sehen. Okay. Ah, ja, okay. Also kann man da nicht irgendwie noch was machen? Dass man das irgendwie verschieben kann? Ah. Kann ich das dann? Also du kannst das nur drehen, aber du kannst es nicht verschieben. Das ist doof. Hm, 19 von 30 Codex-Seiten. Ja. Ja. Das war's dann erstmal. Also nicht, na, dass ich aufhöre, aber mal etwas anderes. So, jetzt gehen wir wieder zur nächsten. Also zum Schnellreisepunkt und gehen wieder nach Florenz, weil da erwartet uns ja die Story. Ja, wie gesagt, Horizon wird vor je 50 Minuten aufgenommen, so wie Final Fantasy 14 wird 50 Minuten aufgenommen. Assassin's Creed wird dann beide, also 1 und 2, werden halt jeweils für 45 Minuten aufgenommen. Ja, ich glaube, das wäre dann in Ordnung. Klar, ich muss auch gucken, ne, dass ich auch, dass wegen meinen Kopfschmerzen muss ich halt gucken, dass ich das auch irgendwie schon hinkriege. Ich werde es schon irgendwie schaffen, natürlich, klar, aber es wird, ne, es wird nicht so einfach halt sein, wie ich es mir gerne erhoffe. Grund schon, ne, wisst ihr ja, die Kopfschmerzen sind nicht gerade, ne, wo ich sage, muss, ja, ne, auszuhalten, weil auch jetzt gerade habe ich extrem tierische Kopfschmerzen. Wirklich extreme Kopfschmerzen und ich bin trotzdem für euch, obwohl ich ja schon, ich ja keinen Termin habe, bin ich halt für euch hier am Aufnehmen und sag mir, okay, komm, beiß die Zähne zusammen, ja, kommt, seid nicht schüchtern. Ja, und halt, na, beiß halt die Zähne zusammen, das schaffst du und ja. Ich wollte mich heilen. Ja, akzeptieren.
So, und natürlich ist es halt, wo ich dann sage, ja, okay, Ich tat, was ich konnte, aber vielleicht solltet ihr versuchen, euch einen anderen Beruf zu suchen. Nee, kein Interesse. So, und klar ist dann halt wieder, wo ich sage, okay, komm, beiß die Zähne zusammen, du schaffst das schon. Irgendwie schaffst du das. So, und natürlich, ne, habe ich halt auch gesagt, ja, komm, das schaffst du, ne? Gerade weil ihr seid es mir ja einfach wert. Und ich hatte auch wieder Lust, weil, wisst ihr, wieder Aufnahmen zu machen. Naja, ob es wirklich Assassin's Creed 2, naja, wie gesagt, ich habe was besser. Ich kenne bessere Sachen, wo es sich lohnt, von der Steuerung her halt zu spielen. Das habe ich euch halt gesagt, gerade Turok, oder ich glaube da, ich weiß nicht, wie viele Teile es gab. Ich habe, glaube ich, 1 und 2 gespielt. Irgendwie 1 und 2. Keine Ahnung. Folgt mir. Aber wir müssen uns ganz schön beeilen. Ob ihr mithalten könnt? Gar kein Problem. So, wir sehen uns dort. La Volpe bei der Santa Maria Novella treffen. Akzeptieren. Ja, das Erste, was ich mache, stolpern. Das ist wirklich... wieder. Nein! Was? Vollidiot! Echt jetzt? Echt? Ist das der Ezio? Ja, ich weiß nicht. Es ist doch... Ihr habt's gesehen. Ihr habt es gesehen. Ne? Man versucht hier wirklich, ne, hochzukommen und, ne... Was tut ihr denn da hinten? Ihr sollt doch mithalten. Ja, natürlich. Wieder so ein Rennen. Ach, meine Güte, Ezio, ey. Renn doch einfach verdammt nochmal, ey. Ah, ich schaff das nicht. Oder? Doch. Ich hab's doch noch so gerade eben geschafft. Wir. Hier in dieser Kirche trifft sich Francesco de Pazzi mit seinen Leuten. Wie komme ich da rein? Es gibt Katakomben unter der ganzen Stadt. Diese führen euch an einen Ort, wo ihr das Treffen heimlich belauschen könnt. Da, nehmt den Steingriff. Dreht ihn, dann schiebt ihn nach unten. Danke für all eure Hilfe, Volpe. Viel Glück. Könnt ihr euch noch erinnern, als wir da wegen der Glyphe da schon alleine waren? Könnt ihr euch daran erinnern, dass wir wirklich versucht hatten, hier reinzukommen, weil wir gedacht hatten, ja, dass wir da irgendwie, ne, die Glyphe finden. Und jetzt wissen wir, dass es näher was anderes ist als die Glyphe. Ihr habt gesehen, dass ich es versucht hatte, dass da die Glyphe ist, und in Wirklichkeit war aber die Glyphe ganz woanders. Wirklich woanders. Läuft da auch die Zeit? In den Katakomben von Santa Maria Novella eindringen und das Templertreffen erreichen.
Ja, wir haben zwar Warnung, Sperrgebiet. Ja, das ist mir schon höchst Treffpunkt der Templer. Okay, wir müssen dahin. Oh. Ein Weg durch das Treppenhaus, ja. Ob wir das wirklich so schaffen? Gerade, ne? Wir wissen, Ezio, ne, ist wirklich nicht. Was die Steuerung betrifft, ne? So. So. Okay, wir müssen da runter. Und wie lange müssen wir hier stehen, Zaferio? Es ist kalt. Was willst du, Ilario? Messer Pazzi bezahlt uns gutes Geld, um den Eingang zu bewachen, und die Toten werden uns nichts tun. Ich kann es kaum erwarten, Elena zu erzählen, wie viel Geld wir heute verdient haben. Okay, da ist der Hebel, da müssen wir hin. Aber nicht in dieser Folge, Leute, denn es ist soweit. Wir haben, ja, es ist die Zeit dafür, dass wir, ja, aufhören für heute. Und ja, auf jeden Fall war es mir eine große Freude, mit euch Assassin's Creed 2 zu spielen. Und ja, wie gesagt, 45 Minuten werden es bei Assassin's Creed 1 und 2 sein. Bei Brotherhood dann auch, sobald Assassin's Creed 1 fertig ist. Ja, Horizon und Final Fantasy kriegen eine neue Zeit von 50 Minuten. 50 Minuten. Und ja, auf jeden Fall, das wird erstmal so bleiben. Wie gesagt, ich muss gucken, wie ich das mache, wegen den ganzen Arzttermine. Ich werde mein Bestes geben, dass ich wirklich regelmäßig aufnehme, aber ich kann es euch nicht versprechen. Also ich halte nicht, ne, ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann. Zumal ihr wisst halt, wegen den Kopfschmerzen und des Extrems. Oh. Ja, ihr kennt das. Freitag habe ich beim Neurologen einen Termin und ja, dann schauen wir mal, dass es besser wird. Es kann sein, wenn ich das nächste Woche, dass ich nächste Woche dann wirklich sage, okay, kommt, als Belohnung oder so werde ich dann 4 Aufnahmen machen, das heißt 4-mal 4 Folgen dann rauskommen, wenn ich es schaffe. Auch das verspreche ich nicht, weil, wie gesagt, was man nicht halten kann, soll man auch nicht versprechen. Und ja, auf jeden Fall war es das erstmal für mich. Und ja, wie gesagt, wenn es Neuigkeiten gibt, werde ich es im Let's Play sagen. Ja, im Let's Play werde ich das dann erwähnen. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt mal alles, alles Gute. Hinterlasst ein Abo, ich würde mich wirklich riesig darüber freuen. Und ja, Feedback und wäre nicht schlecht. Ein Däumchen nach oben.
Ja, auch nicht schlecht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Assassin's Creed 2. Ich wünsche euch alles, alles Gute, bleibt gesund und ja, wir sehen uns dann in Horizon wieder. Bye, bye. Oder beziehungsweise Final Fantasy 14, ne? Kommt ja auch noch. Bye, bye.